Ich will nicht, dass mir einer unterstellt, dass ich ebenso gedrängelt habe, aber ich freue mich persönlich auf den Vortrag von Volker Mische. Wir hatten, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren schon mal die gleiche Situation und seitdem nerve ich ihn und sage, du musst mal wieder live coden. Das wird er heute tun. Ich hoffe nicht nur wegen mir. Und ja, Volker ist angestellt bei der Firma Couchbase aus Amerika und beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem Datenbanksystem GeoCouch. Und ich denke, da wirst du sicherlich noch ein paar einleitende Worte zu finden. Hau rein. Das macht ja auch Sinn. Und es geht vielmehr um mobile Geräte. Und alle, die jetzt denken, ich habe Apache CouchDB noch nie gehört, Couchbase auch noch nicht, egal, jetzt erstmal zurücklehnen, weil ich zeige jetzt erstmal was. Das ist vollkommen egal, welche Technologie das ist. Einfach mal zuschauen und sich denken, kann ich das brauchen? Ist das cool? Ist das irgendwie einfach? Ist das schwierig? Mal schauen. So, dann komme ich jetzt eben zum Demo. Die Demonstration zeigt quasi eine Replikation und die Möglichkeiten von eben Apache CouchDB und Couchbase, wie man Daten replizieren kann. Das ist ein kompliziertes Wort, aber was im Prinzip bedeutet, ich transferiere Daten von einem Punkt zu einem anderen Punkt. Und in dem Fall ist es eben so, ich habe quasi einen zentralen großen Server und Speicher und habe dann aber ein mobiles Gerät und ich will aber meine Daten auf dem mobilen Gerät haben. Das hat den Sinn, dass zum Beispiel ich gehe irgendwo irgendwas kartieren, da ist keine gute Netzabdeckung. Wenn ich aber einen zentralen Service immer brauche, dann kann ich nicht kartieren. Wenn ich aber meine Daten lokal verfügbar habe, dann kann ich das machen. Und das sehen wir jetzt. Und zwar hier. Also, wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite ist Android, ein Emulator. Also normal sieht man das hier an den Buttons und so, aber ich habe jetzt eben keinen Platz, deswegen muss ich das hier rüberschieben. Und auf der linken Seite sehen Sie quasi so, das ist der Chef. Der hockt in der Firmenzentrale und hat da auch seine Daten. Was wir momentan sehen, ist, der Chef hat den kompletten Datensatz und man kann auch zum Beispiel nur einen Teil auf das mobile Gerät überspielen. Was ich jetzt aber erstmal zeigen will, ist, ich repliziere jetzt Daten auf das mobile Gerät. Momentan eben sind keine Daten lokal verfügbar, die will ich aber rüberspielen. Was auch ganz witzig ist bei dem Vortrag, ich habe, wo ich das Demo gebaut habe, noch in unserem Code sau viele Fehler gefunden. Das heißt, Sie werden 2, 3 Bugs sehen, aber die sind halt noch drin und die ja, werde ich meinem Kollegen weitergeben und die werden dann bis zum Final Release behoben werden natürlich. Also es fängt an mit, ich will die Daten replizieren. Es kam da kurz was zwischendrin und dann denkt man sich, boah, ist schon alles da, die Daten sind übertragen. Das ist schon mal der erste Fehler. Die Daten übertragen sich noch. Das dauert jetzt ein bisschen, deswegen fülle ich das ein bisschen etwas mit Reden, weil was ich nämlich mache ist, ich übertrage die ganzen Kacheln. Also ich übertrage jetzt, das ist so Umgebung um die Hochschule, das sind ungefähr 1000 Kacheln, die übertrage ich eben gerade und hoffe dann, dass die dann fertig sind. Ich kann jetzt hier kurz spicken, wie weit es ist. Ja, ist fertig. Und wenn ich das öffne, kommen wir zum zweiten Bug. Man sieht bisher keine Karte. Da macht irgendwie der Android Garbage Collector, für die, die sich auskennen, macht da irgendwie ganz wilde Sachen und allokiert Speicher, gibt wieder frei und das hat im Mikrosekundentakt quasi. Und das bremst jetzt gerade alles irrsinnig. Und es dauert jetzt, also wenn man hier die Ausgabe sieht, spielt sie quasi verrückt. Sollte sie. Ja, tut sie nicht. Wir warten jetzt aber noch ein bisschen, weil die Kacheln tauchen jetzt dann irgendwann auf, wenn er fertig ist. Und dann geht's weiter. Okay, es hätte schon passieren sollen, jetzt schaue ich nur, was man auch immer machen kann, ist, man geht zurück zum Homescreen, ich wechsle mal kurz zurück. Also normalerweise soll das eben halt alles fließend passieren. Und wie immer bei so Demos ist es fliegt dann um die Ohren, aber das ist ja der Unterhaltungswert eigentlich. Also eigentlich, wenn alles glatt laufen würde, wäre es ja langweilig. Dann kann man sich das ja auch sparen. Ich frage mich jetzt gerade, okay, der Emulator hängt. Das hatte ich beim Ausprobieren ein paar Mal. Ich muss den jetzt kurz neu starten. Das hilft nichts. Ich habe befürchtet, dass es passiert. Puh, das ist jetzt wirklich ganz außerplanmäßig. Moment. Daumen drücken bitte alle.
Jetzt sind ja genügend da. So. Warum startet ihr jetzt nicht? Oh Mann. Nur so für die, die sich fragen, warum ich nicht ein echtes Android-Gerät verwende, da geht's noch viel weniger. habe ich leider festgestellt. Deswegen, der startet jetzt nicht. Okay, jetzt wird's kurz, für die, die sich auskennen, haben wir ein bisschen Unterhaltung. Oh Gott. Also ich habe das wirklich x-mal ausprobiert, deswegen, also, jetzt kommt das, sehr schön, das ist schon mal der erste Schritt. Jetzt, wo bin ich, wo habe ich denn eine Sache, Moment, darauf war ich natürlich nicht vorbereitet. So, jetzt startet die Applikation gleich. Hoffentlich. Ich verschiebe es wieder auf den anderen Bildschirm. Und jetzt dürfte hoffentlich alles wieder laufen. Ah, hier startet die Applikation, wie man sieht. Das ist schon mal sehr gut. Okay, jetzt sind wir wieder bei dem Schritt. Und das Schöne ist ja, ich habe Daten überspielt. Das heißt, sie sind jetzt eben schon da. Und jetzt müsste man die Kacheln sehen. Sehr schön. Ah, puh. Also, man sieht es hier auch schon einen Punkt eingetragen, der keine Ahnung warum hier ist, aber auf jeden Fall, man sieht jetzt hier auf jeden Fall die Kacheln. Und man kann hier wirklich rauszoomen. Übrigens, das ist zweimal Zoom, das ist ein Open Layers 3 Bug. Da muss ich noch genauer schauen, wo da das Problem liegt. Und ja, also ganz normal die Kacheln. Also das Besondere, was man jetzt hier sieht, ist, das ist eben jetzt keine Web-Applikation, die quasi die Kacheln von woanders holt, sondern wirklich, das ist auf dem Gerät, auf dem Android-Device gespeichert sind die Kacheln und da rufe ich sie ab. Das ging dankenswerterweise sehr einfach mit Map-Proxy. Das hat nämlich ein CouchDB-Backend und da konnte ich quasi die Kacheln einfach mit dem Map-Proxy seeden, lokal speichern und direkt von, habe ich die Datenbank einfach ehrlich direkt genommen, um dann die Datenbank replizieren direkt auf das Endgerät. So, jetzt komme ich aber zum Eigentlichen. Jetzt muss ich hier ein bisschen Gas geben, aber ich will jetzt was kartieren und trage einen neuen Punkt ein. Klicke auf neuer Punkt und finde zum Beispiel hier im Grünen einen schönen Baum. Sagen wir, es ist eine Eiche und ich sage auch, okay, die ist jetzt um die 20 Jahre alt. So ist eingetragen. Taucht jetzt eben nicht auf. Oh Mann. Nein, das ist eben der andere Punkt. Sollte, okay, das ist interessant. Also, dass es wirklich so arg schief geht, hätte ich nicht geplant. Das muss ich. Also, es. Ja, ich sehe schon, also, Demos mit Android. Also, es ist das erste Mal, dass ich etwas mit Android vorführe. Das hat es schon in sich. Okay, ich mache dann gerade mal auf der anderen Seite weiter, weil da funktioniert alles wunderbar, weil das ist nämlich auf dem Desktop quasi einfach, das ist keine Android-Applikation. Also dieser Chef arbeitet eben auch und trägt jetzt eben Sachen ein. Also er trägt jetzt halt auch einen neuen Punkt ein und sagt, hier steht auch ein Baum. Das ist die Eiche 2 und die ist 25 Jahre alt. Trage ich ein. Sieht man, hier ist eingetragen und man kann es natürlich dann auch wieder editieren und sagen, okay, ich habe mich jetzt irgendwie geirrt, die ist doch 30 Jahre alt. Das ist alles relativ trivial. So, jetzt hoffe ich, dass das hier zurückkommt. Okay, ich dann. So, kurze rabiate Methode, um das, also ich habe jetzt einmal, was ich gerade gemacht habe, ist, ich habe jetzt die Daten nur neu weggehaut und fange von vorne an, weil so, diesmal überprüfe ich gleich, ob es
Ja, sieht gut aus. Also jetzt will ich die dann übertragen. Das Problem ist jetzt, ich baue jetzt die andere selber, weil was ich ihm zeigen will, ist, dass ich eben die Daten auch übertragen kann. Das kann man sich jetzt aber auch mal noch vorstellen, ist noch nichts Besonderes dran. Das Interessante ist, wenn ich eben als Daten einfüge und der gerade außen unterwegs ist im Feld, ändert jetzt die Daten einfach um und sagt, okay, die Eiche ist jetzt irgendwie 50 Jahre alt. Und gleichzeitig ändert aber jemand im Büro um, oh nee, die Eiche ist 55 Jahre alt, weil die hat irgendwie ein altes Dokument gefunden. Dann wird es interessant, was passiert dann? Und das werde ich jetzt eben zeigen. Und ich hoffe jetzt mal, dass das diesmal glatt geht. Genau, das ist dieser Garbage Collector Fehler eben, der eben halt irgendwie Speicher holt und sie wieder freigibt. Da schauen wir jetzt mal kurz zu, bis es durchgelaufen ist, weil dann weiß man, dass er fertig ist. Ich kann eigentlich mit der Präsentation, nein, ist eigentlich blöd. Ah doch, nein, ich mache kurz weiter mit der Präsentation, also das kommt danach im Demo eigentlich, aber ist es nämlich so, dass die Replikation, die hier so wunderbar funktioniert, habe ich gezeigt mit Apache CouchDB, das war eben dieser Chef quasi, und eben auf Android. Ich habe eben repliziert von einem Apache CouchDB auf ein Android-Gerät. Das Schöne aber an dem ganzen System ist, es gibt noch mehr. Es gibt das noch natürlich für iOS. Das funktioniert auch besser, weil es hat ungefähr ein Jahr Entwicklungsvorsprung. Dann gibt es Couchbase Sync Gateway. Das ist im Prinzip für Couchbase. Couchbase ist eine Datenbank und die kann eben große Datenmengen speichern, verwenden eben viele größere Kunden. Und da gibt es eben quasi eine Erweiterung, dass man dann eben auch Daten synchronisieren kann. Und schließlich gibt es noch PouchDB, das ist eben auch eine Implementation des Replikationsprotokolls. Damit kann ich direkt in eine HTML5-Seite replizieren, in meinem Browser. Das heißt, ich kann dann eben so Späße machen, zum Beispiel wie, ich habe meine Daten zentral auf große Datenmengen mit Couchbase verteilt. Ich repliziere sie dann auf meinen Desktop in der Apache CouchDB, von da aus auf mein Android-Device. Jetzt will aber mein Freund die Daten auch haben. Der geht dann mit dem Browser auf eine Seite, repliziert sie in seinen Browser rein und der kriegt jetzt den Job bei der Firma. Der kann dann aber direkt vom Browser aus direkt zurück replizieren in Couchbase rein. Das ist nicht nur so ein Weg, sondern man kann eben quer rüber. Also man kann eben von einem Android-Gerät auf ein iOS-Gerät und zurück in den Browser und so weiter. Geht alles hin und her, ist alles kein Problem. Und da das eben ein schwieriges Problem ist, gibt es eben, wie man sieht, noch Fehler, weil es eben, also am Ende soll es eben wunderbar funktionieren alles, geht schon relativ gut, aber man hat eben irgendwie noch Fehler. So, jetzt hoffe ich, es ist soweit. Wir schauen mal kurz. Ja, es ist soweit. Und jetzt müsste hier eigentlich, genau, ist der Punkt schon drin, weil ich habe den editiert und ich habe den Stand von damals repliziert. Also der Punkt ist drin. Das ist nämlich quasi Eiche 2 mit, was habe ich gesagt, 30 Jahren, glaube ich, oder? Genau. So, jetzt funktioniert alles sehr schön. Jetzt zeige ich eben, was passiert, wenn es bei der Editierung, also das ist die Person, die im Feld arbeitet und die sagt jetzt zum Beispiel einfach, das ist keine Eiche, das ist eine Buche. Man kann sich da mal irren. Das Alter stimmt aber. Das war gut geschätzt. Und jetzt eben, der Chef sagt jetzt eben, ich habe mich hier vertippt, das soll eigentlich nur Eiche heißen. Er ist bei Eiche und sagt, aber das Alter ist jetzt irgendwie, nein, stopp, ich muss, die Eiche heißt nur Eiche und nicht Eiche 2. So. Jetzt repliziere ich die Daten von eben diesem Chefserver rüber auf mein mobiles Gerät. Also ich komme am nächsten Tag in die Arbeit, repliziere den aktuellen Kartenstand, repliziere die Daten rüber. Das geht tatsächlich super schnell, weil der Witz ist, das ist inkrementell. Das heißt, ich überspiele nicht den kompletten Datensatz mit allen Kacheln und so weiter, sondern überspiele nur die Änderungen. So, und jetzt kommt der spannende Moment, weil was passiert jetzt? Der Punkt ist noch da und jetzt bekomme ich einen anderen Bildschirm. Es steht nämlich dort ein Konflikt beheben. Der Witz ist jetzt, eine Datenbank kann nicht wissen, was jetzt richtig ist. Sie weiß einfach nur, es sind diese beiden Fälle passiert, aber weiß nicht, was jetzt der richtige Fall ist. Deswegen gibt es einfach dem Anwender dann einfach, also wie es halt auf der Applikation, sagt jetzt einfach, okay, man muss aussehen, was stimmt. Ich sage, die Eiche stimmt. Das Alte war aber bei den gleichen, das kann ich nicht editieren, das passt halt, das stimmt beide überein. Und dann sage ich, okay. So, und wenn ich es wieder anklicke, dann sehe ich, genau, ich kann es wieder editieren und kann eben das Alte wieder ändern und so weiter. Das war jetzt quasi eben, hört sich unspektakulär an, aber jetzt quasi so der Aha-Effekt, weil das ist nämlich wirklich ein super schwieriges Problem, was viele Applikationen haben und das zu lösen, ist wirklich schwierig. Und wenn das eben eine Datenbank kann,
Du musst dich darum nicht kümmern. Und also es gibt Fälle, mir fällt jetzt nicht der Name ein, aber es war so, die hatten auch, das war das iGreen-Projekt. Und die hatten sich auch gedacht, okay, sie nehmen irgendwie eine tolle neue Datenbank, wollen dann irgendwie wie RDF nehmen und einen Triple Store und alles toll und so. Und für das, also das Projekt lief über ein Jahr oder über zwei. Und das Replikation, das löst man dann am Schluss in den letzten 8 Wochen dann. Dann ist mir aufgefallen, oh, das ist irgendwie doch schon ganz schön viel schwieriger, als wir dachten. Und haben, glaube ich, dann oder wollen zumindest dann tatsächlich dann doch auf CouchDB umstellen, weil einfach halt zwar das kein RDF kann, aber das viel schwierige Problem ist nicht RDF oder ein Triple Store, sondern das schwierige Problem ist, dass man die Replikation hinbekommt. So, jetzt, genau, so viel zum Konflikt beheben. Was ich noch sagen wollte, es ist applikationsspezifisch. Das heißt also, in diesem Fall war es jetzt so, dass ich einfach dem Endanwender zeige, er hat eine Auswahlmöglichkeit. Es gibt aber zum Beispiel Anwendungen, das so Sachen wie, ich trage zum Beispiel ein, ich kontrolliere irgendwas und sage, ich habe am 25. März kontrolliert, dass alles in Ordnung ist. Wenn jetzt mein Kollege das einen Tag später macht und einträgt, ist es mir eigentlich vollkommen egal, dass ich da vorher auch war. Das heißt, der Datensatz wird nur aktualisiert quasi mit, das Aktuellste überschreibt den anderen Datensatz. Da würde ich dem Endanwender keine Auswahl geben, sondern einfach nur überschreiben. Und das löse ich aber eben quasi auf Applikationsniveau, weil der Datenbank kann nicht wissen, was ich für eine Anwendung habe. So, das war das eine Demo. Jetzt kommen wir zur Präsentation zurück. Das habe ich schon erzählt. Die fragen sich manche, ja, und was ist es mit GeoCouch eigentlich? Das wurde noch gar nicht erwähnt. Also, GeoCouch sorgt dafür, nicht, also, ich kann bereits, wie man gesehen hat, auch Daten, das heißt, also das Demo war jetzt komplett ohne GeoCouch. Ich kann Daten abspeichern, wie sie sind. Es ist egal, ob es Geodaten sind oder nicht. Was GeoCouch macht, ist, dass ich Geodaten abfragen kann. Das heißt, ich will zum Beispiel alle Daten nur in einem bestimmten Gebiet haben. Was ich jetzt einfach gemacht habe, ist, dass ich einfach alle Daten bekommen habe, die vorhanden sind und nicht nur eben in diesem Gebiet. GeoCouch gibt es für Apache CouchDB, für Couchbase Server, der eben hinter dem Sync Gateway steht, für iOS und für PouchDB. Davon habe ich für Apache CouchDB und Couchbase und PouchDB habe ich selber geschrieben. Das iOS hat langsam wieder mein Kollege Jens geschrieben und geplant ist natürlich auch für Sync Gateway und Android. Das werde ich wahrscheinlich auch selber schreiben, vermutlich. Was auch erklärt, warum die Entwicklung nicht so schnell ist, weil alles, also man muss sich überlegen, dass es teilweise ja auch andere Programmiersprachen sind. Also man muss wirklich halt von vorne wieder anfangen beim Implementieren. So, dann komme ich jetzt eigentlich zum spannendsten Teil. Wir haben jetzt kaum noch Zeit, deswegen wird es jetzt noch mehr Hardcore, als ich dachte, weil ich kann Ihnen nicht viel dazu erklären. Aber Sie haben in der Einführungsveranstaltung bereits alles gehört über HTTP und Put und Get und Delete. Deswegen erkläre ich das auch nicht, weil da wurde es ja auch nicht erklärt. Deswegen, das können Sie schon alle. Und das zeige ich jetzt schnell. Und zwar eben im Prinzip baue ich jetzt die Applikation nach. Also das Schöne ist eben, wie interagiere ich mit der Datenbank? Das ist im Prinzip alles HTTP. Das heißt, ich brauche keine irgendwie eine Java SDK oder so, sondern ich mache alles über HTTP. Da gibt es ein nettes Tool und das nennt sich HTTPy und da kann man einfach sagen, okay, man ist ein GET-Request. GET ist, das kennen Sie von Google. Wenn Sie auf Google kommen, ist es quasi im Browser einfach ein GET-Request. Ich will Daten haben, also einfach eine Homepage. Also ich kann jetzt zum Beispiel einfach auch zum Beispiel www.foskisk.de machen und kriege dann quasi einfach die HTML-Seite zurück, wenn sie geht. Genau, hier. Also das müssen Sie mir glauben, dass das ist, ja, Foskis e.V., ja, Spendenkonto ist ja ideal, ja. Da können Sie dann eben spenden. Und was ich jetzt aber machen will, ich will eigentlich die Datenbank anfragen. Und zwar ist da eben, der Server ist hier, nennt sich Mobile bei mir und sehe jetzt eben, okay, das ist eben eine Couchbase Lite. Jetzt will ich zum Beispiel bei der Applikation, haben wir gesehen, wir wollen alle Datenbanken sehen, die Datensätze, die repliziert wurden. Das ist einfach nur eine, sieht man das eigentlich hinter mir, wahrscheinlich nicht gescheit, Moment, ich kann das Fenster einfach. So, so viel Zeit muss sein. So, genau. Ist einfach eine URL, die sagt, alle Datenbanken zeigen. Ich habe ein S vergessen. So, die MapRosy-Datenbank. Jetzt will ich zum Beispiel wissen, was ist in der Datenbank drin. Das hatte ich ja. Dass sie jetzt zum Beispiel, es hat 1160 Dokumente drin. Jetzt will ich wissen, wie die Dokumente ausschauen. Das heißt, ich liefere einfach alle zurück. Das sieht jetzt wieder vollkommen abgefahren aus. Und das sind aber nur die Details. Was ich jetzt aber zum Beispiel haben will, dass ich nur die Vektordaten sehe. Das Ganze nennt sich View. Und das ist im Prinzip auch nur ein Dokument in der Datenbank mit einem speziellen Namen.
Und da definiere ich, wie die Daten gefiltert werden soll. Man sieht jetzt hier ganz irgendwie JavaScript ein bisschen. Das schauen wir uns kurz genauer an. Im Prinzip sagt es nur, und es zeigt im Prinzip nur, ich will quasi, die JavaScript-Funktion wird quasi auf alle Dokumente angewendet. Und ich sage dann, welche will ich quasi in meinem Index haben, den ich wieder abfragen kann. Und hier ist zum Beispiel so, ich nehme eben die ID, und wenn es mit Web Mercato anfängt, ist es eben eine Kachel, die Mapproxy generiert hat. Und dann, wenn es eben ungleich ist, dann haue ich es eben in den Index rein und liefere es zurück. Jetzt zeige ich noch ganz kurz, wie der Index ausschaut. Hier sieht man, ist eben die eine Eiche drin. Genau, ich habe ja nur eben den einen Datensatz drin. Hier ist ja insgesamt ein Datensatz, und hier ist die Eiche als GeoJSON gespeichert. Und genau. Jetzt noch überspringe ich ein paar Schritte und will nur noch sagen, dass die Replikation ist ja der zentrale Punkt, und wie würde die denn aussehen? Bevor ich das jetzt tippe, tue ich es kurz copy und pasten. Weil ich habe natürlich auch so einen Backup-Plan, ist ja klar. Und das sieht so aus, also im Prinzip, oh, ich habe es schon gestartet. Einfach JSON, ich sage einfach nur, Source bedeutet, von wo will ich es haben. Target ist, wo will ich es reinhaben, also quasi, das ist einfach ein Server, von dem ich es haben will. Target heißt eine lokale Datenbank, und das im Post heißt, schickt es an den Server, und damit wird die gestartet. Und ich kann dann überprüfen mit, wie der aktuelle Stand ist. Hier wurde jetzt GPC, es gibt gar keine Daten, deswegen ist der Progress 0. Und zu allerletzt tue ich noch schnell die Datenbank weghauen, dass Sie sehen, wie die Replikation abläuft. Das habe ich ja vorhin schon kurz gemacht. Jetzt starte ich die Replikation. Ja. Ja, also sie läuft jetzt gerade, die Replikation, und man könnte jetzt hier sehen in den Active Tasks, wie es eben funktioniert, wie Sie sich vorstellen können. Und im Prinzip, ja, war das auch schon mein gesamter Vortrag. Also es ist wirklich tatsächlich, geht das alles sehr viel weicher und besser, aber das, ja, ja. Also ja, die Frage war, wie denn das Ganze mit der Autorisierung funktioniert, ob da irgendwie halt, wenn, weil das wurde jetzt keine, also ich habe jetzt kein Passwort verwendet und so weiter, das habe ich jetzt eben da nicht verwendet, das nennt sich bei Couchspiel, witzigerweise nennt sich das Admin Party. Also wenn man kein Passwort hat, ist das Admin Party, weil jeder kann alles ändern. Das ist vom Vorführen eben gut, aber normal ist es so, es läuft über normale einfach HTTP Basic Authentication ab quasi, und man kann eben in CouchDB zum Beispiel, kann man einfach halt Anwender anlegen und halt mit Passwort und so weiter, und das ist ganz normal halt über die URL und so weiter. Aber was der Witz ist, was man dem auch oft verwendet, ist, dass quasi jeder Anwender repliziert seine Daten in eine eigene Datenbank. Das heißt, ich gebe ihm quasi gar nicht die Möglichkeit, andere Daten zu sehen. Also ich kann ihm auch die Replikation in quasi von einem kleineren Menge der Daten direkt in eine andere Datenbank machen, und hat der nur darauf Zugriff. Das heißt, man kann eben ganz leicht auch nicht nur verhindern, dass er kann quasi gar keinen anderen Zugriff drauf kriegen. Das ist ihm auch ganz geschickt dann. Ja. Kann er auch die Konflikte? Ich kann es dann wiederholen einfach wieder. Kann er die Konflikte auch bei Geometrieänderungen erkennen? Und wenn ja, was ist dann, wenn ich eine Fläche in zwei kleinere Flächen teile? Genau, also das mit der Konflikt ist nur, es ist quasi nur auf Dokumentenebene. Das heißt quasi, jeder Punkt, den ich einrichte, ist quasi ein Dokument. Und einfach nur, wenn zwei Dokumente geändert wurden, ich stecke quasi einfach nur fest, es wurden die Dokumente getrennt voneinander geändert und haben keine gemeinsame Historie. Nur das stelle ich fest. Alles andere liegt in der Applikation dann. Also wenn ich sowas machen wollte mit Geometrie, müsste ich es halt selber programmieren einfach. Mir wird nur gesagt, da ist ein Konflikt, und den muss dann selber beheben. Ja, das ist. Kann ich mit Daten umgehen, die eine zeitliche Dimension haben? Hast du damit schon mal gearbeitet? Also, dass ich jetzt hier bei deinem Eintrag
mehrere Jahre dort in der Datenbank. Genau, also da habe ich im vergangenen Jahr einen Vortrag gehalten darüber, dass das bald fertig ist. Es ist immer noch nicht fertig. Es geht um mehrdimensionale Daten im Prinzip dann bei dir. Also nicht nur zweidimensional. Und das, was ich momentan gerade im Arbeit ist, dass man quasi n-dimensionale Daten speichern kann. Witzigerweise PouchDB, das für HTML-Zeug, das kann das schon. Also da kann ich einfach halt beliebige Dimensionen haben und dann eben auch den Index aufbauen nach Zeit, Ort und was ich auch immer will. Und quasi, wenn man PouchDB nimmt, sieht man zumindest mal, wie es dann quasi in Zukunft ausschauen wird. Also, ob das das ist, was man quasi will. Kann man einfach mal damit spielen. Gut, Volker, Dankeschön.